Ja, hallo, guten Tag, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch bei Zoom online. Es ist eine große Freude, hier bei dieser Weltklimakonferenz Taunusstein dabei sein zu dürfen mit den Beiträgen heute Nachmittag. Glück und ja, Mut zur Zukunft und auch heute Abend ein etwas anderer Beitrag, wo wir vielleicht auch mit konkreten Ergebnissen ausgehen können. Heute Nachmittag, und das ist auch gleich ein Bogen, warum ich das eigentlich alles hier tue, wie ich dazu kam, haben wir etwas Interaktives vorbereitet, was, egal wie alt ihr seid oder hier, egal ob ihr davon schon mal gehört habt oder nicht, es ein unheimliches Wohlbefinden auch für den Körper, Geist und Seele hat. Tausendmal wissenschaftlich bewiesen, ist also nicht von mir. Aber der Grund, warum ich eigentlich diese ganzen Glücksseminare und ja, jetzt auch diesen Glückspfad einmal entwickelt habe, hat eine Vorgeschichte, die hat mit meinem beruflichen Werdegang zu tun. Und deswegen ganz kurz, warum ich das eigentlich hier mache. Ich habe ganz lange im Ausland gelebt, habe dort über meinen Reitsport, Reitturniere und Konzepte entwickelt, wo man über den Sport Menschen in direkten Dialog bringt. Das war sehr lange auch mit einem Auslandsaufenthalt verbunden in der arabischen Welt. Und gelernt bin ich Großen Außenhandelskauffrau, also schon immer Unternehmerin und habe vieles unternommen. Aber wenn man das macht, ist man wie auf einer Autobahn des Lebens. Man ist in seinem Job, man kriegt noch Kinder und also ist einfach voll in seinem Leben drin. Und 2016 war ich in einem Krankenhaus in Wiesbaden, ganz kurz nur hier in Deutschland, in Wiesbaden, wo ich auch lebe. Und da ist einfach so meine Zimmernachbarin verstorben. Einfach so. Das hat mich damals unheimlich aus dem Konzept gebracht, beziehungsweise, um wieder im Bild zu bleiben, bin mal nach diesem letzten großen Reitturnier, was ich organisiert hatte im Januar 2017, von der Autobahn des Lebens abgefahren, habe einfach mal gestoppt und auch mal überlegt, warum sind wir eigentlich hier? Es kann doch nicht sein, dass wir alle in unserem ja, eigenen Sinn jeden Tag natürlich unsere Verantwortungen und Herausforderungen haben und habe auch überlegt, was würdest du machen, wenn du nur noch eine ganz kurze Zeit auf dieser Erde hast? Es ist ja auch ein Geschenk. Da habe ich mich erinnert, ich wollte schon 10 Jahre mal uraltes Wissen lernen. So wirklich Yoga, Meditationslehrerausbildung. Meine Heldin ist die Hildegard von Bingen hier in Rüdesheim in der Abtei, Wisse die Wege. Da habe ich mich entschieden, wirklich mal einen Stopp zu machen und einfach in dieses alte Wissen einzutauchen. Je mehr ich in dieser Zeit mich mit Wissen beschäftigt habe, was uns selbst stärkt, was uns in die Kraft bringt, was uns die Angst nimmt und dann ganz nebenbei immer wieder die Frage des Glücks. Ja, warum sind wir hier? Hat sie heute zum Beispiel schon mal jemand gefragt, ob sie glücklich sind? Ja, also Dinge, die über dem normalen Level, ich sage immer, auf dem Alpha-Level sind. Und diese Fragen sollte man sich auch nicht erst stellen bei einem Schmerzereignis oder bei einem Verlust, sondern gelegentlich genau in Zeiten wie diesen als Chance sehen. Und um aber überhaupt mal wieder mit sich in Kontakt zu kommen, weil wir sind nur im Außen, habe ich diese wichtigsten, ich nenne das heute nicht mehr uraltes Wissen, sondern ich nenne das Zukunftskompetenzen, habe ich zusammengefasst. Deswegen ist heute Nachmittag mal ein interaktiver Beitrag. Sie können auch zu Hause mitmachen, wo immer Sie sind. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir im Hier und im Jetzt sind. Also wir haben einen plappernden Geist, der will ständig jetzt wieder an nachher denken oder vorher oder ist alles gut. Aber es gibt Möglichkeiten, dass wir einfach mal jetzt hier sind und dass wir auch jetzt mal wieder mit uns, unserem Intuition in Kontakt kommen. Deswegen bin ich so dankbar, dass diese Veranstaltung auch in einem Kirchenraum ist, weil die Kirchen sind unheimliche Krafträume, aufgeladen durch viele gute Predigten, durch gute
Musik, durch Singen, durch gemeinsame Verbundenheit. Und ich selbst habe früher, deswegen ist es so schön, ich war eine der ersten Messdienerinnen. Damals gab es keine Jungs. Insofern kenne ich die ganzen Gottesdienste in- und auswendig. Ich finde es großartig, dass diese Konferenz in so einer Umgebung stattfindet. Und damit wir jetzt alle ins Hier und ins Jetzt kommen, habe ich etwas vorbereitet und dafür bitte einfach alle mal 3 Minuten aufstehen. Zwar in der Pandemie hatten wir auch alle unsere Jobs verloren, ich zum Beispiel auch, meine Workshops, Seminare, habe ich einen Freund gebeten, er könnte doch ein Lied machen, 3 Minuten, gute Vibes, guter Rhythmus, wo wir Übungen machen, und zwar aus dem Yoga gibt es leichte Übungen, sind eigentlich mehr Tanzübungen, deswegen ist es eigentlich eine Mischung zwischen guter Bewegung und einfach Freude. Und in den 3 Minuten ist all das enthalten, was wir eigentlich jeden Tag zumindest einmal tun müssen. Und warum das so wichtig ist, hat sogar mit der Tierwelt zu tun. Und da komme ich nachher drauf. Aber jetzt fangen wir erstmal an und einfach nur mal mitmachen und genießen. So mal kreisen. Da ist gern der Stress in den gelenkt. Und jetzt begrüßen wir uns erstmal. Namaste. Nach rechts. Nach links. Nach vorne. Nach oben. Und aufwachen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kraft und Segen vom Himmel holen. Hier ist ganz viel Segen vom Himmel holen. Stark wie ein Krieger. 8, wechseln. 8, Opferrolle verlassen und Schwung ins Leben holen. Wieder aufwachen, mutig sein. Tschüss, Vergangenheit. Vergangenheit ist vorbei. Wir sind im Jetzt. Tschüss, Vergangenheit. In Liebe abschließen. Wir sind im Heute. Wir sind stark verwurzelt, dürfen trotzdem träumen. Schöne Übung. Fest mit der Erde verwurzelt und dürfen trotzdem fliegen. Und mal alles loslassen, alles, was uns belastet, abgeben. Und erkennen, Leben geht auf. Leben geht ab. Leben geht auf. Mal selbst für Sorge. Und das Allerwichtigste, erkennen, wir sind alle verbunden. Verbunden mit dir. Verbunden mit dir. Verbunden mit dem Planeten, der Erde, allen Menschen, allen Pflanzen. Und nochmal Kraft und Zuversicht holen. Jeder Tag ist neu und steht uns offen. Einfach nochmal bewegen. Das war's zum Aufwärmen.
Und das Lied ist auch passend, Harmonie, weil wenn wir mal erkennen, Harmonie ist eigentlich das, was wir in uns streben und außen. Aber um bei der Praxis heute Mittag zu bleiben, habe ich etwas vorbereitet, weil viele Menschen ja einfach auch diese Grundvoraussetzung, diese Achtsamkeitspraxis zwar immer wieder hören, aber sie eigentlich nicht umsetzen. Ja, es gibt viele Menschen, die sagen, kenne ich, weiß ich. Aber Achtsamkeit ist eine Praxiswissenschaft. Und am meisten stärken wir uns selbst, aber die Vorteile, und deswegen auch ist es wertvoller an dieser Konferenz, es hat auch für alles eine besonders gute Wirkung. Ob das ist der Klimaschutz, der Lebensschutz, ob das ist unsere Gesundheit. Insofern fangen wir einfach bei den kleinen praktischen Übungen mal an. Sie sind auch im Grunde ganz einfach. Deswegen hatte ich im Lockdown diesen Glückspfad entwickelt, dass er im öffentlichen Raum, im Vorbeistehen, einfach Übungen hat zum Entspannen und zum Ankommen im Hier und im Jetzt. Und die Tafeln dieser Pfad ist ein To-Go, aber es gibt ihn auch zum Beispiel an Schulhöfen und in einem Klinikpark, in einem öffentlichen Park in Wiesbaden und in Merzig, dass man im Vorbeigehen mal erinnert wird, mit sich in Kontakt zu kommen. So, ist wieder gut? Wir fangen am besten an. Und zwar, das ist das Wichtigste, was wir auch lernen sollten von den Tieren. Und zwar, auch die Tiere haben Stress. Die Tiere zum Beispiel, die Antilope flieht vor einem Löwen. Ja? Und ist ja in größter Gefahr, im größten Stress. Aber wenn die Gefahr vorbei ist, dann tut die sich einmal schütteln und frisst weiter. Wir Menschen bleiben im Dauerstress, dauerheiße Köpfe. Wir bleiben in diesem Modus. Und in diesem Modus passiert dann natürlich auch viel Leid. Ob das ist Aggression, ob das ist ein unachtsames Wort und natürlich auch unsere Gesundheit, ob das ist Schlafstörung, innere Unruhe. Insofern, das ist die Übung, die wir eigentlich von den Tieren nachmachen sollten. Deswegen ist das auch die Übung Nummer 1. Und wir machen die ganz einfach mal vor. Die Tiere schütteln sich einfach. Ja? Die schütteln sich mal am ganzen Körper. Ja? Diese Übung könnten wir eigentlich mehrmals am Tag machen. Man hat vielleicht ein unangenehmes Besprechung gehabt oder man hat einen langen Tag gehabt. Man kann einfach mal alles ausschütteln. Ja, man kann es natürlich auch mit Musik. Das Ganze ist ja auch Freude, ja, dass wir einfach diese Dinge, die uns belasten, auch nicht nur abgeben, sondern einfach mal schütteln und auch eben wie im Tanz, im Gelenken sind, die ist auch viel Stress. Ja, deswegen tut es ja auch so gut. Vielleicht abends mal statt irgendwelche Sondersendungen über noch eine Nachricht, mal abends einfach mal den Stress abgeben. Und dann natürlich auch wieder bewusst werden, ich habe das jetzt mal abgegeben. Ich zum Beispiel habe auch eine schöne Übung schon Jahre, ohne das zu wissen. Ich habe immer abends unter der Dusche, wenn ich dusche und habe das Shampoo und das rieselt so runter, habe ich mir immer gedanklich gedacht, so jetzt gebe ich alles am Tag, was negativ nach unten ab. Und alles, was ich an Gutes bewirken möchte, gebe ich nach oben ab. Also deswegen habe ich vielleicht auch meine Leichtigkeit. Ich gebe abends viel ab. Und ja, das ist zum Beispiel mal an die Erde abgeben, alles gedanklich loslassen. Und das Nächste, was auch vielleicht viele Menschen, und das hat auch viel mit der Zukunft zu tun, dass wir mal ein anderes Verständnis von Vermögen und Frequenz bekommen. Und zwar bei Vermögen denken die meisten Menschen ja an ihr Haus oder Auto oder was auch immer, alles, was im Außen in der Materie ist. Und wenn wir überlegen, unser wahres Vermögen sind zum Beispiel die Talente und Fähigkeiten, ja, unsere Empathie, ja, die Fähigkeit, vielleicht auch Mitgefühl aufzubringen, die Fähigkeit, nicht gleich aufzugeben, die Fähigkeit, mal sein Denkapparat auf die Seite zu tun, sein Ego. Und vielleicht mal zur Wahrnehmung zu kommen, ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht gut? Ja? Die Fähigkeit, achtsam zu sein, soziale, emotionale Fähigkeit,
Ausdauer, Begabung, das sind uns, das ist unser wahres Vermögen. Auch bei Niederlagen nicht gleich aufzugeben, in einer wertschätzenden Kommunikation zu sein, selbst wenn ganz unterschiedliche Interessen sind, das ist unser Vermögen. Die Kunst vom Manifestieren gehört auch dazu, dass man sich einfach mal mit einer anderen Haltung auf sich selbst sein Vermögen bewusst macht. Und jeder hat eine andere Fähigkeit. Das ist ja auch das Schöne, dass wir uns mal, der eine hat vielleicht, kann sehr gut rechnen, der andere kann gut mit dem Wort umgehen. Der nächste hat eine unheimlich hohe soziale Fähigkeit. Der nächste ist handwerklich begabt. Jeder hat eine Fähigkeit und Talente mitgegeben bekommen. Und unser Auftrag ist es auch, diese hier zu nutzen, in dieser Zeit, das zu erkennen. Und wir haben ja auch direkt den Vorteil, das, was wir gerne tun, was unsere Fähigkeiten sind, wenn wir das in unseren Beruf wandeln, dann tun wir praktisch gar nicht mehr arbeiten, sondern das, was wir gerne tun, ist unsere Lebensabsicht. Also vielleicht mal Vermögen und Frequenz prüfen. Frequenz zum Beispiel ist wie beim Radio. Man hat ja vielleicht morgens ist eine müde oder man ist mit Menschen umgeben, die hohe Urteilungskraft haben, die sehr viel verurteilen. Verurteilen ist ja teilen, ist Trennung. Ja? Dass man selbst sagt, ich bleibe jetzt in meiner friedlichen, positiven Frequenz. Ich stelle die wie im Radio, stelle sie wieder hoch. Wir können die Frequenz entscheiden. Wir können uns selbst in unsere Frequenz bringen, unabhängig, was im Außen geschieht. Und zum Beispiel die Laune auch nicht mehr von anderen abhängig machen. Es kann ja sein, dass jemand um uns herum voller negativen Emotionen ist. Das passiert uns ja auch oft. Es passiert, ja, dass wir Menschen begegnen, wissen wir gar nicht, wieso so viel Negativität in diesen Menschen ist. Dann, dass man sich davon, das ist sozusagen derjenige in dieser Frequenz, sollte überlegen, warum triggert mich jetzt diese positive Atmosphäre? Warum triggert mich das? Wir selbst können unabhängig in unserer eigenen Frequenz bleiben und sollten das auch tun. Gerade wenn zum Beispiel wie jetzt Konferenzen sind, dass man den Mut nicht verliert, dass man die positive Haltung nicht verliert. Wenn drumherum jeder nur sagt, es geht nicht, ja, dann geht es auch nicht. Dass wir selbst für die Frequenz, für unsere Frequenz ab sofort selbst verantwortlich sind und auch diese Frequenz halten, unabhängig, was im Außen geschieht. Wenn wir so mit dieser Haltung in die Zukunft gehen, können wir nur jetzt damit anfangen. Weil jetzt verursachen wir mit unserem So-Sein, mit unserem Positiven, eine positive Zukunft. Und wenn wir positive Momente aneinanderreihen, und dann wird auch die Zukunft positiv. Denn wenn wir uns die Frequenz mal bewusst machen, wie laufe ich durchs Leben? Wie komme ich in eine Konferenz? Bin ich überhaupt da? Bin ich eigentlich vielleicht beim Gedanken noch woanders? Höre ich überhaupt den Menschen zu? Wie sitze ich da? Das ist eine Frequenz. Jeder Mensch hat eine energetische Signatur, dass man auch mal diese Dinge wahrnimmt, ja, im Innen wie im Außen. Und man kann auch Menschen anschauen, ob sie in einer guten Frequenz sind, nicht nur wie sie sprechen oder wie sie abfällig oder positiv etwas wahrnehmen, sondern wie ihre innere Haltung ist. Wir können in eine Konferenz gehen, die hier unterschiedliche Themen haben. Aber wenn wir alle ein Verbundenheitsgefühl, eine gute Frequenz haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gute Dinge herauskommen, exorbitant höher, wie wenn jeder in seiner Frequenz, in seiner möglichst vielleicht Verhinderungsfrequenz ist, oder es gibt ja auch zerstörerische Frequenzen, es gibt auch Ego-Frequenzen, dass man sich einfach diese Frequenz immer wieder bewusst macht
und sich vielleicht sogar jeden Morgen fragt, in welcher Frequenz möchte ich gerne sein. Wenn es jemandem schwerfällt, hat mir mal einer gesagt, ich stelle mir vor den Gandhi, weil der immer eine Gelassenheit hatte. Und der hatte früher keine. Der war ein ziemlich streitbarer Rechtsanwalt, habe ich irgendwo gelesen. Ja? Das heißt, man kann auch nicht sagen, ich bin halt so. Wir sind jetzt in diesem Moment für unsere Frequenz selbstverantwortlich. Wir können entscheiden, wollen wir jetzt heute ein Segen für diese Welt sein oder nicht. Können wir selbst entscheiden. Ja, dann natürlich ein großes Thema, das ist auch ein Gedankenkarussell zu stoppen. Ja. Gedankenkarussell kann man sich auch wieder vorstellen, das ist ja auch viel durch das Außen. Und wenn man beim Gedankenkarussell sich immer wieder vorstellt, ich konzentriere mich einfach nur mal auf meinen Arzt und Apotheker in uns. Das war erstaunlich. Ich war vor 2 Wochen auf einem Gesundheitstag von einem Ministerium, habe dort auch ein Seminar geleitet. Als ich gefragt habe, wer kennt Atemtechniken, war die Hälfte, die das direkt auch sagte, ja. Aber es war auch wirklich die Hälfte, die davon noch nie gehört hat. Und deswegen für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht auch zuschaut oder hier, der eine oder andere mag davon schon gehört haben. Aber dann ist es wieder eine schöne Praxis, weil alles ist Praxis. Und der andere, der das jetzt zum ersten Mal hört, ist nochmal auch wissenschaftlich erklärt, weil was wir hier machen, ist alles fundiert. Von 600 Seiten, habe ich gehört, wurden diese Atemtechniken unterschiedlichen Studien geprüft. Man muss sich das so vorstellen, hier am Bauch läuft ein Nerv, der heißt Vagusnerv. Der Vagusnerv ist gekoppelt mit dem Gehirn. Wenn wir tief ein- und ausatmen, das wir jetzt auch gleich machen, wird dieser Vagusnerv massiert. Der wird bewegt. Und der koppelt dann am Hirn, es ist alles okay. Das bedeutet, jede Form von innerer Unruhe, jede Form von auch Aggression und jede Form auch von Angst. Wir können unseren Atem nutzen, um von der Angst ins Jetzt zu kommen, von Unruhe ins Jetzt zu kommen, indem man es einfach nur auf den Atem fokussiert. Machen wir jetzt mal praktisch, weil alles ist ja Praxiswissenschaft. Ihr könnt euch auch bequem hinsetzen. Weiß jemand? Und zwar, wir machen es ganz einfach. Wer das noch nicht kennt, kann einfach seine Hand mal auf den Bauch legen. Und der Bauch ist auch wirklich gut, weil man kann sich das so sichtbar vorstellen. Wenn wir einatmen, ihr könnt auch gerne die Augen schließen, egal was der Nachbar links oder rechts macht, einfach mal den Bauch beim Einatmen ganz weit nach vorne, so viel Luft wie möglich, Atem mal halten. Und dann langsam ausatmen und die Bauchdecke geht weit nach innen. Schulter können wir fallen lassen, alles fallen. Einatmen, Bauch hinaus. Atempause. Atempause. Und wieder ausatmen. Bauch nach innen. Können wir auch mit einer Affirmation, zum Beispiel in Freude auf den Nachmittag oder vielleicht was uns heute Abend noch erwartet, einatmen. Oder ein schönes Wort, ein schönes Gefühl. Atmen halten. Und langsam wieder ausatmen. Noch einmal tief Luft holen, tief einatmen. Atem halten, könnt euch auch selbst mal ein Lächeln schenken, macht auch was mit euch. Atem halten,
und langsam wieder ausatmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen noch einen Moment zulassen. Und der Vorteil an dieser Atemübung, gibt ganz viele Techniken, immer wenn ihr Atem halten, konzentriert, werden die Gedankenströme durchschnitten. Bedeutet, die Konzentration auf den Atem einatmen, Atem halten, ausatmen, bewirkt, dass unsere Gedankenströme einfach durchtrennt werden. Und die Gedankenströme durchtrennen fördert nicht nur die innere Ruhe, sondern je mehr wir das machen, das ist einfach wichtig, damit wir in uns selbst so eine Art Frieden aufbauen. Deswegen, auch wenn wir immer reden von viel Frieden, Unfrieden im Außen, der erste Schritt ist vor allen Dingen, in uns mal selbst innerlich ruhig und friedlich zu werden. Im Innen wie außen, wenn man sich nur das merkt heute, weil jeder hat ja einen anderen Impuls oder hört etwas anderes, was ihm wichtig ist. Wir können nur friedlich sein, wenn wir auch im Inneren friedlich sind. Wenn wir im Inneren unruhig sind, von Aggressionen und auch Klarheit. Die innere Ruhe fördert ja auch Klarheit. Klarheit und Konzentration. Wenn jemand regelmäßig Atemtechniken macht, also zum Beispiel, wenn ich meine 5 Jahre vergleiche, ich habe gar keine Angst mehr. Ich könnte jetzt, wenn es heißt, draußen sind 5000 Leute, ich könnte 2, 3 Minuten Atemzüge oder wenn ich nachts wach werde und es beschäftigt mich irgendetwas, ich bin innerhalb kürzester Zeit wieder mit dem Arzt und Apotheker in der Ruhe. Und die Ruhe erweckt die Spürgenauigkeit. Und die Spürgenauigkeit ist das, was bei vielen Menschen vielleicht in jetzigen Zeiten zu kurz kommt. Wir sind im Außen, wir sehen viele Dinge, wir werden auch oft durch viele Dinge ängstlich. Wenn wir den Atem nutzen, unser Gedankenkarussell stoppen, kommen wir vom Denken in die Wahrnehmung. Und das ist ja auch in uns. Die Weisheit der Sprache sagt ja auch, ich habe einen Verstand, ich habe einen Körper. Das bedeutet ja, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand. Der eine mag das Intuition nennen, der nächste nennt es Bauchgefühl. Jeder kann ein Wort für das nennen, wo er sich wohlfühlt. Der nächste sagt, das ist meine innere Stimme oder mein Bewusstsein. Jeder hat in etwas, was diese Spürgenauigkeit, die Wahrnehmung fördert. Und das ist das, was im Grunde auch jetzt zum Beispiel bei den Konferenzen, nicht was das Ego will oder es gibt ja auch viele Parteien, die wollen um etwas der Partei willen, dass man immer wieder vom Denken zur Wahrnehmung kommt. Jetzt praktisch auch diese Klimakonferenz und auch die Klimasituation, dass wir uns einfach fragen, stimmt eine Situation oder stimmt sie nicht? Und jeder, der in die Wahrnehmung geht, spürt, sie stimmt eigentlich nicht. Wie ein Diaprojektor. Da wird nichts hinzugefügt und wird auch nichts weggemacht. Und das ist auch die Chance, dass die Menschen nicht überredet werden, etwas zu handeln, sondern sie haben das von innen heraus, etwas zu tun. Die nächste Übung hat auch damit zu tun, der Perspektivwechsel. Wir können, deswegen war am Anfang auch die Übung, das ist ja aus dem Yoga, das ist die Übung des Perspektivwechsels. Deswegen, wenn man das körperlich macht, hat es auch eine energetische Wirkung. Ja, deswegen, ich habe auch so ein paar, man kann sich auch heute Abend mal auf den Boden setzen. Ein Perspektivwechsel können wir auch mit Übungen machen, aber auch mit der inneren Haltung. Zum Beispiel jetzt erstmal ein erster Perspektivwechsel. Wir machen mal was, was Sie bestimmt schon lange nicht mehr gemacht haben. Machen Sie mal die Arme weit und sich mal selbst umarmen und mal loben. Einfach mal all diese Zeiten, Pandemie, Unsicherheit, ja, einfach mal denken, ich habe so vieles geschafft. Einfach auch mal wahrnehmen, ja.
Und natürlich ist es auch wieder so eine Leichtigkeit, wenn wir jetzt hier sitzen. Ja, wenn jetzt hier einer reinkäme, würde sagen, was ist hier los? Ja. Perspektivwechsel, auch sagen, danke, liebes Leben. Das hat übrigens Horace gesagt. Du traust mir viel zu. Schwierigkeiten bringen Talente mit sich, die bei günstigen Bedingungen ja schlimmern würden. Ja. Und ich muss immer denken, wie ich 16 war, ist mir dann vor 3 Jahren bewusst geworden. Ich habe ja tatsächlich gedacht, ich heirate mal und ich sitze in irgendeinem Winkelbungalow. Ich weiß gar nicht, wieso ich auf Winkelbungalow kam. Wahrscheinlich, weil das damals diese Fertighäuser von Massa in allen Zeitungen hatten. Und dann koche ich sonntags einen Kuchen und dann kommen alle und besuchen mich. Bis heute habe ich kein Winkelbungalow. Ich kann leider bis heute noch keinen Kuchen backen. Und ich habe eine komplett eigen erworbene Identität. Also, dass ich da sitze und dann nur, das hat sich, da denke ich immer, eigentlich bin ich froh, dass mein Leben ganz anders geworden ist, mit unfassbar vielen Herausforderungen. Ja, und heute sage ich, danke, liebes Leben, hast mir viel zugetraut. Ja, und meine Talente wurden dann auch erst gefördert. Insofern auch mal manches als Herausforderung sehen, aber auch als Chance sehen, weil vieles ist auch eine Chance zum Besseren. Eigentlich ist fast alles eine Chance zum Besseren. Und man kann natürlich auch Perspektivwechsel auch wieder mit Übungen unterstreichen. Es kann jetzt sein, dass wir heute vielleicht noch einen wichtigen Vortrag haben. Also jetzt zum Beispiel könnte ja sein, dass plötzlich jemand sagt, bitte referieren Sie zu der Kirche oder was, was auch immer. Ja? Man kann sich auch selbst wieder stärken, ja? Indem man sich A besinnt, indem man B zur Ruhe kommt und indem man vielleicht auch einfach eine Haltung annimmt, ich bin mir dessen bewusst. Ich gehe da jetzt raus, einfach Dinge als Perspektivwechsel positiv sehen. Weil auch die Zeit, wenn einer sagt, es gibt gute oder schlechte Zeiten oder es gibt schlimme Zeiten, die Zeit können wir nicht ändern. Aber wir können die Haltung ändern, wie wir hindurchgehen. Die Zeit, was noch passieren wird, können wir nicht ändern. Und deswegen ist ja auch dieses uralte Wissen, zum Beispiel Hildegard von Bingen, um wieder auf meine Heldin des Mittelalters zu kommen, die hat gesagt, wenn die Sinne klar, ruhig und gesammelt werden, damit meint sie wieder, dass wir uns fokussieren, dass wir in die Stille gehen, dass wir uns nach innen wenden, dann können wir wieder erkennen. Und das sind auch Dinge, dass wir, was auch immer im Außen ist, unsere Werkzeuge, die unverlierbar sind, einfach immer wieder ins tägliche Leben abrufen und einsetzen. Dann habe ich etwas, das kann ich ja, nehme ich mal hier vor, dass man es auch sieht. Und zwar, das ist das Dankbarkeits, ja, es ist fast ein Experiment. In der Schule, im Glücksschooling, in den Glückswerkstätten, hatte ich an Weihnachten vor der Pandemie Schüler gefragt, was sie sich an Weihnachten wünschen. Ja, und dann ging es natürlich los. Das und das und das, da gingen alle Finger nach oben. Und als ich dann sagte, lass uns doch mal überlegen, was könnten wir vielleicht an Weihnachten an Geschenke machen, was ein ganz anderer Wert hat. Ja? Zum Beispiel Dankbarkeit. Ja. Deiner Mutter, deinem Vater, deinem Tennislehrer, der Nachbar, einfach mal für etwas danken. Und das sogar mal aufschreiben. Ja? Ob das ist ein Zettel an den Kühlschrank, ich habe hier ein Dankbarkeitsexperiment beim letzten Seminar auch gemacht. Ja? Dass wir einfach mal unsere Haltung ändern, ehrlichen Herzens zu danken. Das ist nämlich der Anfang von Wunder und von Glück. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das Danken konzentrieren, schauen wir auf die Fülle. Wir sprechen nicht in den Mangel. Dankbarkeit ist im Grunde etwas, was man jeden Tag kultivieren kann. Wie jetzt zum Beispiel, ich bin reingekommen. Und wenn man sieht, wie viel Mühe sich hier die Veranstalter gemacht haben, wie viel Mühe überhaupt hier ist, hier steht ein Blumengesteck, draußen sind Getränke. Es ist einfach so schön, die Lenkung der Aufmerksamkeit auf das zu schauen, was gut ist. Und natürlich ist auch unbestritten, ist vieles im Argen. Nur die Haltung, die Aufmerksamkeit, am besten immer sofort zuerst auf das, was gut ist, ist fast wie ein Gebet.
weil es wird immer erhört, weil im Danken bereits die Erfüllung ist. Und wenn wir auch zum Beispiel nicht nur die Dankbarkeit, sondern das, was wir ehrlichen Herzens an anderen Menschen gut finden, zuallererst auch kultivieren. Das bedeutet, man sieht etwas, man hört von einer Person und reflexartig, ich weiß gar nicht wieso, fallen oft Dinge auf, die störend sind. Anstelle, dass man vielleicht ehrlichen Herzens erstmal das sieht, was an einem anderen gut ist. Und wir könnten ja jetzt zum Beispiel, jetzt gerade nur hier ihr zwei, ohne dass ihr euch kennt, ja, vielleicht sagt der eine, sie waren so freundlich, was auch immer, ja, einfach, was fällt, oder es kann auch sein, schönes Kleid, jetzt hat hier keiner ein Kleid an, ist egal was, einfach ein Beispiel, schaut euch doch mal an und sagt einfach, was ihr ehrlichen Herzens gut findet, obwohl ihr euch nicht kennt. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Auch die Frequenz hat sich sofort gerade verändert. Ja? Man schaut sich an, man lächelt, weil man einfach mal den Blick auf etwas Gutes lenkt. Und es ist sofort eine Verbundenheit da, sofort. Ja? Das Beispiel war jetzt einmal der freundliche Empfang, falls man es online nicht gehört hat. Das andere war, dass er tatkräftig reingekommen ist, beladen, sozusagen Fels in der Brandung. Und das hat auch einen Einfluss auf das Ganze, auf die ganze Atmosphäre, dass man ehrlichen Herzens eine Verbundenheit aufbaut und das auch kultiviert. Ja? Für mich ist, heute Abend kommen wir beim Vortrag zu konkreten Dingen. Heute, hier geht es ja um viele Techniken, um einfach mal Bewusstsein werden. Wenn wir Achtsamkeit, positive Haltung fast als Pflichtaufgabe sehen, auch uns mal beschäftigen, was ist eine energetische Signatur, wie jetzt. Man hat erstmal was Positives gesagt. Zuallererst mal, was ehrlichen Herzens an einer anderen Person gut war. Man hat eine ganz andere Atmosphäre geschaffen. Und eine Verbundenheit ist sowieso, je mehr wir uns mit diesen alten, jetzt komme ich wieder auf uraltes Wissen, wir sind alle miteinander verbunden. Wenn man in der Ruhe ist, wenn man auch hier im Gotteshaus oder wenn man wo auch immer in der Natur ist, man spürt diese Verbundenheit. Aber diese Verbundenheit und Achtsamkeit fördern, die Achtsamkeitspraxis fördern, das sollte Pflichtaufgabe werden. Und das sollte auch mit konkreten Projekten wie jetzt, wie ein Booster in die Welt hinauskommen, wie ein Booster, weil Achtsamkeitspraxis ist etwas, was viele wissen, aber sie praktizieren es nicht praktisch. Und das war jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel. Das Gleiche kann man sagen, jetzt zum Beispiel online, vielleicht heute Abend. Wer auch immer heute Abend Ihnen begegnet, setzen Sie sich einmal 2 Minuten hin, machen Sie sich die Mühe und sagen Sie sich gegenseitig, ich bin dankbar für. Ja? Einfach mal überlegen, für was man alles dankbar ist. Erst der eine, dann der andere. Für was wir dankbar sind. Die Haltung, wie wir Menschen sehen, ob wir sie gleich negativ sehen, wie wir auch, was wir in den Fokus stellen, macht etwas mit uns aus. Und auch diese Dinge sind fast im täglichen Leben zu integrieren. Es gibt ja jetzt schon ein Dankbarkeitstagebuch, machen viele Menschen. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Viele schreiben abends tatsächlich 3 Dinge auf, für das sie dankbar sind. Wie gesagt, bei den Seminaren, da habe ich auch einfach mal hinstellen, überlegen, für was. Und es ist so, mein erster Glücksfahrt-Kick-Off-Ausstellung war im Rathaus. Und da hatte ich eine ganz große Stele. Es war erstaunlich. Manche sind sofort hin und haben 5, 6 Zettel ausgefüllt und es standen wirklich ein paar Menschen, denen es im ersten Moment ins gar nicht eingefallen, weil sie den ganzen Tag
die Lenkung der Aufmerksamkeit wie, ja, wie eine Haltung, was alles schlecht ist. Und die Dankbarkeit bringt uns auch in die Fülle, weil es ist ja so, wenn wir jetzt alles tun, damit unser halbes Glas Wasser, was wir jetzt vielleicht haben, noch leerer wird, wem ist damit gedient? Keinem Menschen. Es ist niemand gedient. Ja. Aber wenn wir das halbe Glas mit diesen Zukunftskompetenzen basierend auf uralten Techniken wieder füllen, dann ist der Ideenkraft, der Innovationskraft, aber auch der Gedankenkraft und auch der körperlichen Kraft ist allen gedient. Ja, und dann habe ich, deswegen habe ich das noch hier ergänzt, habe es auch so schön auf den Boden gelegt, weil wir sollen auch ruhig mal ab und zu mal die Perspektive wechseln. Wie gesagt, es liegt mal was am Boden und man kann wirklich oder auch mal, mein Handstand jetzt nicht gerade, aber man kann auch mal einfach die Perspektive wechseln. Zum Beispiel, dass wir lernen, den heißen Kopf, weil die Köpfe werden oft heiß durch viele Argumentationen oder Unterschiede, dass wir die Köpfe, der Verstand, immer wieder aktiv auf die Seite tun. Ja? Es ist ja nur unser Lebenswerkzeug, dass wir einfach Dinge tun, die unser Herz öffnen. Zum Beispiel durch Meditation, zum Beispiel durch gemeinsames Singen. Zum Beispiel durch Dinge, die uns, wie jetzt Rituale, haben wir bald Weihnachten, dass wir Dinge tun, die uns die Herzen öffnen. Und dass der Kopf kühl bleibt und die Herzen wärmer werden. Das wäre doch ein schöner Gedanke. Ja, das sind die uralten Wissen, von, ja, die wir eigentlich nutzen sollten und sind zugleich Zukunftskompetenzen. Und die machen uns auch stark, denn wenn man sich überlegt, all das haben wir in uns. Wir haben keine Übung gemacht, wo wir etwas von außen benötigen. Keine Übung ist von außen. Alles ist in uns. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Gedanken dazu? Könnte ja jetzt sein, dass jemand sagt, ja, aber ich habe ja unheimlich viele Sorgen. Und da kann ich mich erinnern, wir haben ja den Glückstag schon 5-mal in Wiesbaden gemacht. Hatten wir tatsächlich einen Swamiji, einen Meditationsmeister, eingeladen. Der hat dann wörtlich gesagt, okay, haben Sie viel Stress? Meditieren und machen Sie diese Dinge einmal am Tag. Haben Sie viel Stress, viel Sorgen? Dann machen Sie das dreimal am Tag. Insofern auch diese Dinge nicht vergessen oder sagen, ja, das mache ich am Wochenende, ja. Oder das mache ich, wenn ich Zeit habe. Einfach diese Dinge, zum Beispiel Augenblicke der Entspannung. Wer weiß, die Augen brauchen auch mal eine Entspannung. Wir schauen den ganzen Tag im Handy, im Laptop, wir haben Zoom-Konferenzen. Ja. Dinge, die einfach da sind, die auf uns, also die Augen sagen zum Beispiel auch mal Danke, wenn ihr wisst, wie man Augen entspannt. Können wir ja praktisch auch noch machen. Ja. All das stärkt uns und ist ja in uns. Zum Beispiel, also Brillenträger, die Brillen abziehen, dass wir schauen ja viel kurz, dass wir den Wechsel machen. Einfach mal an die gegenüberliegende Wand schauen, zurück Nasenspitze, Wand, Nasenspitze, weit, nah, weit. Nehmen wir mal den Arm nach vorne, schauen auf den Daumen. Und jetzt mal ganz langsam, ohne den Kopf zu bewegen, nur die Augen, den Daumen folgen, der nach rechts geht, so weit wie es geht. Wieder nach links. In die Mitte. Nochmal nach links. Rechts.
Diese Übung kann man zum Beispiel machen, wenn man an der Kaffeemaschine auf seinen Kaffee wartet. Die Übung kann man machen, wenn man vielleicht ganz kurz zwischen zwei Anrufen oder zwischen zwei Besprechungen, dass wir all das, was unsere Ruhe, unsere Spürgenauigkeit, unsere Intuition und auch das Wohlbefinden steigert, immer wieder in den Alltag ein. Und Zukunft, wie wir das heute Abend im Vortrag haben, Zukunft ist nicht irgendwann. Unsere Zukunft tun wir genau jetzt. Jetzt in diesem Moment. Sind wir in diesem Moment friedlich? Sind wir in diesem Moment im Einklang? Sind wir in diesem Moment klar? Verursachen wir eine klare, eine friedliche und eine harmonische Zukunft? Sind wir im Unfrieden, dann gibt es ein unfriedlicher nächster Moment oder ein aggressiver nächster Moment. Und insofern diese Dinge, die einfach auch, ja, wir haben es letzte Woche zusammengefasst, dass wir auch die Einsicht, dass vieles vergänglich ist, dass wir die Zeit nutzen sollen, immer wieder in die Ruhe zu kommen, dass wir die Wahrnehmung fördern, dass wir auch diese Arzt und Apotheker in uns immer wieder nutzen, dass das einfach so eine tägliche Praxis wird und vielleicht alle Informationen oder das, was sie berührt, auch immer anderen weitergeben. Weil Wissen weitergeben ist auch eine Verantwortung von uns. In der jetzigen Zeit, wie jetzt die Vorträge, die diese Woche waren, Wissen weitergeben ist auch Zukunftskompetenz. Dann bin ich für heute Nachmittag mit meiner Interaktivität fertig. Wir lassen die ganzen Impulse stehen bis heute Abend. Und wie gesagt, wer heute Abend noch Interesse hat, heute Abend ist ja ein Vortrag und auch eine Handlungsempfehlung vielleicht, was wir nach der Konferenz als nächsten Schritt machen sollen. Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit.